Seit Mitte März steht die Entscheidung fest. Bernd Rau und Nico Wolf haben die Führung des Medifits übernommen. Weil die ehemaligen Betreiber Erik und Tina Fliegen in die Schweiz ausgewandert sind, leiten jetzt der ehemalige Fußballprofi und der Geschäftsmann aus Hünningen das Studio. Die Entscheidung ist eigentlich gefallen aus dem Wunsch von Erik und Tina, weil sie aus der Schweiz, sie sind ja bekanntlich in die Schweiz ausgewandert vor einem guten Jahr, das Studio einfach nicht mehr leiten konnten und wollten. Und ja, wir sind aber glücklich, dass wir das jetzt machen konnten, weil sie haben uns ein tolles, gesundes Studio übergeben. Und wir wollen in ihrem Sinne das Studio weiterführen und natürlich auch so ein bisschen unsere neuen Ideen reinbringen. Die neuen Betreiber wollen sich die Leitung des Studios teilen. Bernd Rau kümmert sich um das Studio und Nico Wolf um die Administration. Bernd Rau arbeitet schon seit anderthalb Jahren als Trainer im Medifit und konnte auch während seiner Zeit bei der Bundesliga zahlreiche Erfahrungen sammeln. Wie läuft ein Team? Wie kann man sich sportlich weiterentwickeln? Und dann jetzt durch die Arbeit hier, weil wir ja schon auch im rehabilitativen Bereich arbeiten, das heißt auch Rückenpatienten oder Patienten mit Diabetes begleiten, dass man da so ein bisschen die Brücke schön schließen kann zwischen Leistungssport, aber auch gesundheitsorientiertem Sport. In Zukunft wollen die neuen Betreiber zwar das Konzept ihrer Vorgänger beibehalten, aber auch neue Akzente setzen. Wir haben uns jetzt über die letzten Monate schon riesen Gedanken gemacht, was wollen wir mit Medifit? A, ist es natürlich die medizinische Fitness, aber andererseits kommt bei uns natürlich genau, es kommen Leute hier nur zum Fun hin, die rein Spaß an der körperlichen Betätigung haben. Und unser großes Ziel oder unser großes Credo ist einfach, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Geselligkeit, Wellness und Muskeltraining sind nur einige der Gründe, warum die Menschen ins Medifit kommen. Darauf wollen die Betreiber künftig noch mehr eingehen. Mehr wollte Bernd Rau aber noch nicht verraten, denn das vollständige Konzept soll erst am Tag der offenen Tür am 13. September vorgestellt werden.